Habe ich das so weit? Dann muss ich hier noch die ganze Erde auffüllen. Wird ein bisschen arg gewaltig, finde ich. Aber da kriege ich zumindest mal Erde los. Mit so sinnlosen Bauprojekten. So. Hoffe ich mal, dass ich sie losbringe. Nein, Lücke. Nein. Ah. Da hat sich wieder mein Schienbein quer durch das Knie gebohrt. So. Oh Mann, hier alles mit Erde ausfüllen und ich habe schon wieder keine Gesprächsthemen wie immer. Ah, die Musik macht mich jetzt fast irgendwie kirre. So, hochgehüpft. So, haben wir bald schon einiges voll hier. So. Hier rein, so. Ich baue einen großen braunen Haufen. Ist ja auch schön. Kann nicht jeder von sich behaupten, dass er einen großen Haufen baut. So, da gibt mir auch schon die erste Erde aus. Hoppala. Schaufel kann liegen bleiben. So, den Koppel pack ich weg. So. Dann habe ich das soweit voll. Nein! Verflucht! Was ist denn jetzt los hier? Na, hörst du auf? So. Zack. Zack. Da da. Da da da. Bam bam. Bam bam. Bam bam. So. Und fülle mal das ruhig auf. So. Geht eh schon ein Haufen Erde drauf. So. Na komm. So, danke. Geht doch. Ich mach mir einfach mal die Welt so, wie sie mir gefällt, ne? Muss ja auch mal sein. Nein. Na gut, bleib drin, du scheiß Erdklotz. So. Hilft ja nicht. Wenn es nicht ganz so funktioniert, wie ich das will, dann muss es so sein. So. So. So, und die Idee wächst gerade echt in meinem Kopf. Das finde ich toll. Ich glaube, die Idee wird toll. Das gefällt mir auch schon. So. So. Na. Was soll die KG? Darf doch nicht wahr sein hier. So. Was soll ich Ihnen jetzt groß erzählen? Ich weiß schon wieder nichts, was ich erzählen könnte.
Sag mal so, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, mir geht's super. Ich danke auch jedem, der meine Videos klickt. Freut mich jedes Mal, wenn ich einen Klick mehr sehe. Vor allem, wie ich jetzt die Berlin-Fahrt gemacht habe. Da sind ja die Klickzahlen explodiert und da danke ich wirklich jedem einzelnen Gucker. Weil jeder, der sich ein Video angeguckt hat, da danke ich wirklich drüber. So. Lass ich hier mal so auslaufen. So, mache ich hier mal Full Power. So. So, 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 so. Ich werde zwar wieder einen Teil der Erde wegreißen müssen. Für meine Idee. Aber das ist nicht weniger schlimm. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil so viel Erde bewege ich dann nicht mehr. Wenn ich hier alles voll habe. Das wird, glaube ich, eine schnuckelige Idee. Sieht, glaube ich, nicht so schlecht aus. Und ja, gut, dann muss man halt einfach durch und hier einfach mal aufschütten, dass man hier auch solide baut. Nicht, dass hier ein Creeper sich sprengt und dann ist alles leer. Ist ja auch doof. Dann fällt man nur unnötig in den tiefe Schlucht rein. Muss ja auch nicht sein. Und wenn dann der Creeper dich noch nicht erledigt hat, dann macht's halt das Loch, wenn man reinfällt. Und da habe ich jetzt nicht die sonderliche Lust zu. So. Deswegen mache ich hier mal dicht. Und die Erde will ich natürlich auch endlich mal loswerden. Sonst frisst die mir einfach mal den Platz weg. In den Kisten. Und das muss ja nicht sein, wenn man ihn gegensteuern kann. So. Und jetzt dürfte ich mal wieder die Beine, nö, noch nicht ganz, aber schön langsam, darf ich wieder die Beine in die Hand nehmen und mich in Sicherheit bringen. Sonst ist es hier gleich zappenduster und mich fällt hier was an. So, will mir vielleicht ein Ohr abkauen oder gleich direkt ins Gehirn durchbrechen. Wenn das bisschen was vorhanden ist, ist ja nicht viel bei so einem, der wie YouTube Let's Plays macht. Die haben nicht alle viel Hirn. Eher gesagt, keiner. So. Deswegen machen wir ja das, weil wir einfach plemplem sind, wir Leute. Gut, wer sich nicht angesprochen fühlt, der sollte weghören. Aber im Grunde ist es ja so, dass man irgendwo einen gewissen Gripsverlust hat, wenn man hier das so ein Let's Play macht, aber mal Dünnschiss fürs Gehirn ist ja auch nicht schlecht, oder? Dann kann man natürlich mal abschalten, ein bisschen abreagieren. Wenn man sauer ist, mal Zombies klatschen gehen. Oder einfach mal einen Shooter Let's Playen. Wollte ich zwar auch, verflucht, was ist hier los? Wollte ich zwar jetzt auch mal, aber keine Ahnung. Mir wurde zu meinem Geburtstag einfach so viele gute Spiele geschenkt. Und ich will hier nicht jemanden beleidigen, deswegen let's play ich die auch. Und ich hab's halt auch versprochen. Deswegen mache ich's auch. Und tut mir leid, falls irgendwelche anderen Projekte, die ich versprochen habe, hinten anstehen. Aber die kommen mit Sicherheit irgendwann noch, weil mir das echt Spaß macht, hier zu Let's Playen. Und deswegen mache ich es für euch. Und für mich. Und wenn sich's keiner anguckt, ist mir auch Wurst. Ich mache es einfach wegen meinem Spaß. Ist ja mein Hobby. Das hier zu machen, gut, mit einem Texturenpack, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Weil ich ja wirklich gar keine Zeit mehr habe. Wenn ich jetzt das auch noch fertig kloppen will. Also, da werde ich gucken, dass ich ein anderes Gutes finde.
Dann eine Anfrage starten, ob ich es hernehmen darf. Weil so ungefragt einfach benutzen will ich jetzt auch nicht. Weil sonst könnte sich ja jemand ans Bein gepisst fühlen. Und das will ich nicht. Das soll ja auch nicht so sein. Jetzt habe ich da eine Lücke drin. Ich will die Lücke nicht. So. Zugemacht. Spaß dabei. So. Zack, zack, zack. Die Aufnahme darf ich eh noch so lang gestalten, weil mir eigentlich morgen eh schon wieder die Folgen ausgehen. Und ich noch gucken muss, dass ich die geschnitten kriege, wie geschnitten Brot halt einfach. Weil ich sonst auf dem Trockenen sitze. Eine Folge will ich zumindest geschnitten kriegen bis morgen. Aber das dauert natürlich auch alles seine Zeit. Und es ist schon spät abends. Spät abends ist gut gesagt. Früher Abend. 8 Uhr. Gut, ich habe noch Zeit. Will aber jetzt nicht bis um 2 vor dem Computer sitzen, dass ich das hier vielleicht krieg. Ist zwar mein Hobby, aber nicht mein Leben. So, weil arbeiten muss ich ja natürlich auch noch. Irgendwie muss ich ja meine Brötchen verdienen. Weil YouTube doch noch kein Geld abwirft. So. Und verhungern will man ja doch nicht. So. Bam, bam, bam. Nein. So. Aber jetzt. So, jetzt kommst du dran, zweite Seite. Schaf, du regst mich auf. Ich muss dich töten. So. Da, bam, bam, bam. Tot. EP ist eingesammelt. So. So. So weit geht's. Dann mache ich hier mal voll. Uppala. Mache ich die Seite voll. Voll, voll Eifer. So. So, so, dann habe ich das hier, so. Geht ja schon gut voran. Ich habe es ja eh gleich geschafft, diese scheiß Erde zu schippen. Aber dann dürfen wir endlich die Erdkiste ein bisschen weniger werden. Da bin ich dann schon mal glücklich, wenn die schon mal ein bisschen leer ist. Denn dann kann ich die wieder für was anderes nutzen. Oder für andere Erde, die mir wieder anfällt. Irgendwo bei einem anderen Bauprojekt. Ist doch immer so. Erde ist eins der ersten Sachen, die man randvoll hat. Und eigentlich auch nie weiß, wohin damit. Cobblestone ist dann das zweite, ist auch immer schön. So. Wenn man wieder nicht weiß, wohin mit dem Dreck. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. Na komm. Zack, zack. Ist ja eh gleich voll hier, so. So, so. So, 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 so. So, dann habe ich soweit schon. War eh schon fast voll. So. Nein. Die Erde ist alle. Muss ich direkt mal neue Erde holen?